Hallo Leute, willkommen auf der LS22 Silveran Forest. Begleitet mich dabei, wie ich in dieser waldreichen Gegend für die Ernährung der Dorfbevölkerung sorge und gelegentlich ein paar Bäume fälle und anpflanze. Dies ist Teil 36. Jo, es ist Januar und es schneit ganz kräftig. Und ich denke mal, es ist eine gute Gelegenheit, um noch ein paar Bäume zu fällen. Da werde ich jetzt erstmal ganz gemütlich mit meinem Vollernter in den Wald fahren. Den neuen Wald. Also ich zeige euch mal, wo wir hinwollen. Ist ein Stückchen, aber dafür extra einen Tieflader, heißen die Dinger, glaube ich, zu mieten, wäre, glaube ich, auch übertrieben. Also, wir müssen dahin und hier will ich fällen. Ja, dann fahren wir da einfach mal hin und dann besorge ich noch einen passenden Holzanhänger, also einen richtig ordentlichen, den ich dann mit meinem neuen Traktor ziehe. So, solange wir hier so eine rechte Spur haben, können wir die ja benutzen. Ja, dann kommen die auch an mir vorbei. Wunderbar. So. Da hinten ist auch schon die Brücke. Ja, ihr hattet mir vorgeschlagen, einen meiner roten Anhänger umzubauen zu einem Holzanhänger. Das ist vom Anhängertyp her leider nicht möglich. Und außerdem möchte ich einen mit automatischer Aufladefunktion haben. Und da muss ich dann leider was Neues kaufen. Aber ich denke mal, das wird sich auf alle Fälle lohnen. Zumindest mittelfristig. Und die Bäume will ich fällen, um die zum alten Sägewerk zu bringen. Und jo, dort will ich Bretter produzieren lassen, die ich dann zu meiner Werft bringe. Das ist der Plan. Und im Frühling werde ich dann die Bäume nachpflanzen, die ich dort gefällt habe. So, jetzt sind wir schon gleich da. Das ging jetzt eigentlich schneller als erwartet. So. Wo geht's da runter? Noch ein Stückchen. Kleines Stückchen. Ja, bei dem Schnee kann man das gar nicht so leicht erkennen. So. Oh.
Okay, und bevor ich jetzt hier loslege, werde ich mir den Anhänger besorgen und auch hierher fahren, denn ich will eine bestimmte Aufladetechnik ausprobieren. So, da sind wir jetzt gleich mal hier in der Auswahl von dem Fahrzeughändler. Wie gut, dass man da immer schon vorbestellen kann online und dann steht alles schon bereit. Ich glaube mal, hier müsste das sein. So. Hier gibt es den mit 12 Meter und mit 15 Meter und mit 20. Ich denke mal, 12 Meter müsste reichen. Obwohl, ja doch, müsste schon reichen. Ich mache gern 6 Meter Stämme. Die sind nicht so schwierig zu handhaben. Okay, gibt es übrigens im Modhub. Leider nur für PC. So, Konfiguration Standard, Zugmaul hinten. Naja, ich würde sagen, schadet nichts, wenn man das hat. Das nehmen wir mal mit. Okay. Und dann brauche ich noch eine Dolly oder ein Dolly. Naja, klingt wie eine Dolly. Ich nenne es mal eine Dolly. So, damit ich das Ding auch mit dem Traktor transportieren kann. Sonst hätte ich noch einen LKW gebraucht. Und eigentlich bin ich mit meinem neuen Traktor hier ganz zufrieden. Gut, du bleibst jetzt hier mal brav stehen und ich hüpfe mal zu meinem schicken neuen Traktor. Dem da, genau. So. Gut. Und jetzt fädeln wir das fein ein. So. Jawohl. Und dann hoffen wir mal, dass das alles gut funktioniert. Das wird jetzt schneller gehen. Denn das ist ja der Witz von dem Trecker, dass der 70 Stundenkilometer fährt. Ja, das geht schon ordentlich zackig. Das ist ja auch für den Holztransport wichtig, weil wir da ja dann noch bis zum Sägewerk hochfahren müssen. Das ist so, ja, mit die weiteste Entfernung, die man hier so haben kann. Aber immerhin auf geraden Straßen, da kann man ordentlich zack, zack durchfahren. So, zumindest hoffe ich das. Gut. Jetzt will ich natürlich nicht auf das Feld drauf fahren, um den Boden nicht unnötig zu verdichten. Und jetzt schauen wir hier mal.
Autoload nach rechts schalten, ja, das wäre sinnvoll. Und B, automatisches Laden von Holz starten. Okay, und jetzt steigen wir aus. Und der Plan ist, dass die dann gleich schon beim Schneiden, ja, bisschen hochziehen, jawohl, gleich schon beim Schneiden da drauf geladen werden. So, komm, ja. Sehr gut. Oh, habe ich 6 Meter eingestellt? Jawohl, wunderbar. Jetzt fahren wir ein Stück zurück. So. Jawohl. Und jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Na, eigentlich müsste. Der Winkel ist ungünstig. Lieber noch ein Stück vor. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Zur Not kann man die dann ja auch noch nachträglich aufladen. Ja, das klappt. Super gut. Mit dem einen hat's geklappt. Okay, aber immerhin. So. Und jetzt muss ich hier auch die dünnen Spitzen nicht aussortieren. Da werden dann halt kürzere Bretter draus gemacht. So. Wunderbar. Ich probiere es jetzt mal hier rechts rum. So, ein Stück zurück. Vielleicht so hin. Das ist jetzt schon, sagen wir mal, Übungssache, das gut hinzukriegen. Und wie man sieht, habe ich noch nicht genug Übung dafür. So, und ich fäll hier natürlich nur die Nadelbäume. Die Laubbäume bleiben einfach stehen. Und im Frühling werden die nachgepflanzt. Jetzt probiere ich es wieder andersrum. So. Ja, ab und zu klappt mal einer. So. Gucken, ob der geht. Der geht nicht. Ja, dann kann ich überlegen, ob ich den vielleicht lasse. Nach dem Motto, schöne alte große Fichte, die wird im Wald gelassen. Ich tendiere dazu, weil ich lasse ja auch die Laubbäume drin. Dann ist der Wald auch nicht so ganz kahl. So. Nee, nee, so rum. So. Nochmal versuchen. Ja, so sieht schon besser aus.
Okay. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal einen und dann räume ich da mal die ganzen Bäume so hin, dass die aufgeladen sind. Und insgesamt machen wir vielleicht eine Fuhre. Das muss dann auch erstmal reichen. So. Tja. Ja, jetzt fahre ich hier auf den Stamm, den ich selber gerade transportiere. Das wird nix, also werde ich die einfach mal absägen. So. Ich glaube, ich habe den ungünstig hingestellt, den Hänger. Das sollte ich noch mal besser machen. Aber jetzt werfen wir die da erstmal drauf und dann probieren wir es noch mal anders. So. Uiuiui. Ganz schön schwer. So. Komm, da drauf mit dir. Zack, zack. Na. Warum will er nicht? Wieder borstiges Stück Holz. So. Komm, wir holen. Okay. Von weitem geht also oft besser als von nahem. Jo, dann. Ah, der ist schon gut. Aha. Immer wenn ich weit weggehe. Zack, zack. Ja, wunderbar. Jo, jetzt noch die. Und oh, das lohnt sich hier richtig. Das war ja auch ein ordentlich großer Baum. Oh, und wenn ihr euch fragt, warum ich nicht daneben dran fahre zum Aufladen, ich finde, da muss man dann oft ziemlich viel rumrangieren, bis man in der passenden Entfernung und Winkel und sonst was ist. Und so geht es für mein Gefühl einfacher. Dauert zwar ein bisschen. So, ist aber echt ein sehr winziges Stückchen, das mache ich hier mal platt. Zack. Gut. Dann binden wir die mal fest. Und dann fahre ich mal anders. Und zwar. So. Gut, bin ich jetzt zu weit weg? Ich guck mal, inwieweit ich nach rangieren rückwärts wird nichts. Also lasse ich es einfach mal so. Jetzt gucken wir mal. Gut, 7,1 Tonnen Holz habe ich schon. Machen wir noch ein paar.
Da, die große Fichte geht nicht. Und das ist hier jetzt ein kleines Mini-Bäumchen. Wenn die wachsen würden, dann würde ich sie ja stehen lassen, die kleinen. Es macht ja irgendwie kaum Sinn mit denen. Aber die wachsen ja nicht. So. Mal gucken. Nun gut. So. Oh, da ist ein Totholz. Den sollte ich, oder? Das muss ich mal überprüfen, ob das wirklich ein Totholz ist. Weil wir wollen ja kein Boot aus Totholz machen. Jetzt probiere ich es hier mal mit der anderen Seite. So. Jetzt fahre ich natürlich doch aufs Feld drauf. Ups. Nun ja. Das üben wir noch. Na, die liegen aber doch ganz wunderbar. Dann gucke ich mal kurz, ob der noch brav auflädt. Oder ob vielleicht der... er lädt brav auf. Gut, alles klar. Na komm. Lass dich schnappen. So, ich denke mal, wir können danach hinten aufladen lassen. Das stelle ich gerade mal um. So. Würden schon noch ein paar drauf passen, aber... ich denke mal, so ist besser. Stapelanzahl ist in Ordnung. Stapel wechseln. Ah, muss ich erst ausmachen. Gut. Stapel wechseln. So, gut. Jetzt tut's wieder. Okay. Ich mache da mal Schluss mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge fällen wir dann hier alles schön voll. Also den Anhänger fällen wir voll. Und dann sollte es für Januar auch erstmal reichen mit der Fällerei. Das liefern wir dann ab beim Sägewerk und freuen uns dann über die Bretter, die wir für unser Boot kriegen. Und ich bereite mich dann auch schon mal innerlich auf das Neuanpflanzen vor. Denn wir wollen ja, dass es hier möglichst nicht zu lange kahl wird. Das wäre ja schade, weil den Wald wollen wir ja erhalten. Okay. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.